Willkommen zu Schleich fragt nicht, Politiker antworten trotzdem. Mein Gast, Professor Dr. Karl Lauterbach. Ja, guten also Abend auch, also Herr Schleich. Also Sie wollten also mich fragen, also was ich eigentlich mit meiner neuesten Krankenhausreform genau vorhabe. Nun, da sage ich Ihnen, ich weiß es selber auch nicht so genau. Tatsache ist nur, dass eben einfach weniger Menschen gepflegt werden, also gepflegt werden müssen. Das ist ja die Situation mit Nachfrage und Angebot. Und wenn also das Angebot an Pflegekräften eben entsprechend nicht da ist, dann muss man eben auch sehen, dass die Nachfrage nach dem gepflegt werden eben dann auch entsprechend gestoppt wird. Herr Professor Lauterbach, die Krankenhausreform, ein weiteres richtig großes Vorhaben von Ihnen. Wie stellen Sie das denn an? Verraten Sie es uns hier bei Schleichfernsehen? Ja, das kann doch gar keine so große Sache sein. Wie gesagt, es muss eben einfach weniger gepflegt werden. Aber es gibt ja im Krankenhaus noch eine ganz andere Problematik, Herr Schleich, nämlich die Keime, die sogenannten Krankenhauskeime. Und das heißt, wir müssen eben auch sehen, dass wir die Menschen aus den Krankenhäusern herausbekommen und etwa beispielsweise in Hotels unterbringen. Denn in Hotels gibt es ja keine Krankenhauskeime, sondern eben höchstens Bettwanzen. Oder eben auch bei der Bundeswehr, wo wir ja noch also jede Menge von Sankas haben, die nicht gebraucht werden, alt sind. Ich bin da bereits im Gespräch mit der Kollegin Lamprecht. Damit kann man dann nicht nur die Krankenhäuser eben in dem Sinne dann auch also entlasten, also, sondern eben auch die Kosten also im Gesundheitswesen dann entsprechend deckeln. Ja, lassen Sie mich ein heikles Thema ansprechen, Herr Lauterbach. Es gibt ja weiterhin Pflegepersonal, das sich nicht gegen Corona impfen lassen will. Ja, das ist vollkommen richtig. Also das ist ja eben genau das Problem, dass wir eben die kranken Menschen nicht noch weiter gefährden dürfen. Deswegen dürfen wir diese ungeimpften Schädlinge keinesfalls in die Krankenhäuser lassen. Das geht eben nur dadurch, dass eben dann auch entsprechend weniger gepflegt wird, nicht? Ja, die Opposition wirft Ihnen vor, dass Sie immer nach der Maulwurfsmethode vorgehen. Ja, da sagen Sie mir nichts Neues. Das höre ich immer wieder. Was ist genau der empirische Inhalt dieser Methode? Sie tappen im Dunkeln und hinterlassen dabei immer größere Haufen. Nicht? Da kann ich nur davor warnen. Aber sagen Sie mal, wollten Sie mich nicht eigentlich nach der Legalisierung also von also Cannabis also fragen? Nein. Ja, dann sage ich Ihnen dazu ganz klar, also Cannabis ist ja, was die Legalisierung angeht, in Deutschland sind wir ja da weit hinten dran, wenn ich das mal so sagen darf, im europäischen Vergleich. Wenn Sie etwa nach Holland gucken, die sind ja da wesentlich weiter, wenn Sie daran denken, und ich denke häufig an Holland, dass die ja da schon seit langem eben also Coffeeshops haben und selbst in Frankreich haben sie ja also da die fahrenden Coffeeshops, um nicht zu sagen mobile Coffeeshops, nicht? Sie meinen die Tour de France? Ja, genau das wollte ich benennen, wenn Sie mich hier nicht in einer Tour also unterbrechen also würden. Also dann. Ja, gut. Einer Studie zufolge kann Cannabis das Hirn eines Jugendlichen bis zum 25. Lebensjahr nachhaltig schädigen. Das ist richtig. Das ist ja auch genau der Grund, warum wir Cannabis erst ab 18 Jahren freigeben. Denn Cannabis in kleinen Dosen, das schützt und nützt also der Volksgesundheit, nicht? Also. Sie wissen aber schon, Herr Minister, dass Drogen das Bewusstsein eines Menschen erweitern. Also vor Erweiterungen aller Art kann ich nur warnen. Ich kenne noch den Spruch aus meiner Jugend, lieber Gras rauchen als Heu schnupfen. Also rauchen, im Zweifelsfall rauchen, aber natürlich unbedingt und immer also mit Maske. Also. Ja, Herr Minister, ich danke Ihnen für dieses, also quasi, naja, nennen wir es Gespräch.